Bist du Hubert? Nee, ich bin's nicht. Ich warte auch auf Hubi. Also stell dich hinten an. Verstanden. Weißt du, wann er hier sein wird? Vielleicht in einer Stunde, vielleicht in zwei. Bei dem Halbaffen weiß man nie so recht. Aber andererseits hat er den besten Fusel. Das Warten lohnt sich also. Tja, dann warten wir mal, oder? Hey, bist du Hubert? Wer will das wissen? Mein Kunde. Ich will was kaufen. Hey, du bist der Fremde, den sie hängen wollten, stimmt's? Hey, Hubi! Du hast einen besonderen Kunden. Der Pilger vom Bazar ist da. Warte! Ich will nur etwas kaufen. Also, das war Hubi, stimmt's? Sag mal, läuft dir nicht gerade jemand weg? Ja, klar. Solltest du nicht gerade hinter jemandem... Hakon, er läuft davon. Klingt ganz nach Hubi. Moment mal. Ah, ich sehe ihn. Der Arsch läuft nach Nordosten. Hubert, ich will nur reden. Lass mich in Ruhe, ich habe nichts getan. Tu mir nicht weh, ich weiß nichts. Worüber? Ich habe dich noch gar nichts gefragt. Ich weiß nichts von gar nichts, ich schwöre. Mir wurde gesagt, du wärst ein Hehler, hm? Ein Hehler? Niemals. Wiederverkäufer. Vielleicht. Ich suche nach dem Lazarus. Hat man Lukas gehört, dem verstorbenen PK-Commander. Und tu bloß nicht so, als wüsstest du nicht, wer Lukas ist. Gut, dann eben nicht. Weißt du etwas über den Lazarus? Machst du Witze? Selbst wenn mir jemand den Schlagring anbieten würde, würde ich ablehnen. Ich bin doch kein Idiot. Die Waffe ist viel zu heiß. Warum bist du vor mir geflüchtet? Weil alle 5 Minuten irgendjemand hinter mir her ist, Mann! Okay, vielleicht habe ich manchen Leuten einen Grund gegeben, wütend zu sein. Aber ich biege das wieder hin. Bald. Ganz sicher. Vielleicht. Woher weißt du, dass der Lazarus ein Schlagring ist, hä? Ich habe das nicht erwähnt. Komm schon! Jeder weiß von Lukas kleinem Handschuh. Er hat damit immer angegeben.
Wenn irgendwer denken würde, ich hätte ihn, dann würde man auch denken, ich hätte Lucas getötet, was Blödsinn ist. Aber jemand wollte ihn dir verkaufen, stimmt's? Hör auf, um den heißen Brei zu reden. Sag schon, sonst... Sie heißt Maya. Wir trafen uns im Wohngebäude am Meatpacking Square. Bei der alten Metzgerei. Aber mehr weiß ich nicht. Lass mich in Ruhe. Daneben stehen ein paar Armeebaracken oder so ein Scheiß. Na, ja, das finde ich. Hey, Hakon. Hubert sagte, jemand wollte ihm den Lazarus verkaufen. Kennst du eine Maya? Nein. Komisch. Eigentlich kenne ich alle Frauen hier. Ich gehe zum Meatpacking Square. Meatpacking Square. Abgefuckte Gegend. Da haben sie 23 ein paar Armeebaracken aufgestellt, kurz bevor alles vor die Hunde ging. Sie ist angeblich in einem der Gebäude, die dort stehen. Okay. Meld dich, Kumpel. Gehört mir.
Jetzt hab ich dich, du Arsch! Wie gefällt! Yeah!
hast mir echt den Arsch gerettet. Hier,